Die hier gezeigten Aufnahmen eines engagierten Eisenbahnfreundes aus dem Jahre 1983 zeigen die dampfbetriebene Schmalspurstrecke Freital-Heinsberg nach Kipsdorf anlässlich ihres 100-jährigen Bestehens. Im 19. Jahrhundert erbaut, leistete die Bahn zuverlässig ihren Dienst sowohl in der Personenbeförderung als auch im Transport von Waren in die Kleinstädte und Dörfer des beginnenden Erzgebirges. Im August 2002 wurden durch das verheerende Hochwasser der Weißeritz weite Teile der Linienführung zerstört. Das Wasser gewann mit jedem Meter ins Tal an zerstörerischer Kraft und unterspülte Gleisanlagen und Bahnhofsgebäude. Dass keine Lokomotiven und Waggons beschädigt wurden, grenzt an ein Wunder. Schon bald nach der Katastrophe arbeiteten viele fleißige Hände in ihrer Freizeit daran, diese dienstälteste Schmalspurbahn Deutschlands wieder fahren zu lassen. Der Verein Weißeritz-Talbahn e.V. engagierte sich dabei besonders. Nach mehr als einem Vierteljahr Pause wurde eine Lok für das bevorstehende Eisenbahnfest in Freital-Kossmannsdorf fahrfertig gemacht. Eine erste symbolische Fahrt, die den Menschen in der vom Hochwasser heimgesuchten Region Mut machen soll. Doch die Zukunft dieses technischen Denkmals, dessen Eigentümer die Deutsche Bahn ist, bleibt ungewiss. Wird die Bimmelbahn, so wie wir sie kennen, weiter bestehen? Oder werden kommende Generationen sie nur noch auf historischen Filmaufnahmen sehen können? Die Weißeritz-Talbahn ist eine von den am schlimmsten vom Hochwasser zerstörten Strecken. Der Schaden beläuft sich auf mehrere 10 Millionen Euro. Da müssen wir ran, da wollen wir auch ran. Das ist eine vor allem touristisch sehr interessante Strecke. Allerdings, die Prioritäten liegen erstmal auf den ganz stark befahrenen Strecken. Sachsenmagistrale, Leipzig-Dresden etwa oder Dresden-Prag. Also bei der Weißeritz-Talbahn braucht es noch ein paar Jahre. Ab 2005 etwa, so sieht es auch der Verkehrsverbund Oberelbe, sollen dort die Züge wieder mit Dampf durchs Weißeritz-Tal rollen. Zurzeit sind schon 6 der ursprünglich 26 Kilometer wieder befahrbar. Wichtiger Initiator bei der Organisation des Wiederaufbaus ist der Vorsitzende des Weißeritz-Talbahn e.V., Herr Kempe. Wir haben also Spendenkonto eingerichtet und haben viele Spender. Wir haben also jetzt zur Stunde sind es 983 und haben über 150.000 Euro als Spenden bekommen. Und ich hoffe, das hält noch so an. Die Spenden von Eisenbahnbegeisterten aus allen Teilen der Welt werden vom Verein dringend benötigt. Schon jetzt wurde ein 400 Meter langer zerstörter Abschnitt zwischen Dippoldiswalde und Seifersdorf komplett erneuert. Für die restliche Strecke, vor allem das nunmehr gänzlich unbefahrbare Gleisbett im Rabenauer Grund, werden diese Spendengelder jedoch nicht ausreichen. Herr Kempel, von den Zündorfer Eisenbahnfreunden möchten wir Ihnen einen kleinen Teil zum Wiederaufbau der Weißeritztal übergeben. Ich weiß nicht, wie viele Spenden Sie damit kriegen oder wie viele Schottersteine. Aber ich hoffe, es kommt gut an und es wird dafür verwendet. Da bedanke ich mich recht herzlich. Jeder Cent wird gebraucht, um die Eisenbahn wieder aufzubauen. Die 75 mm Spurweite der Bahn sind eine Attraktion für Jung und Alt. Trotz des schlechten Wetters kommen viele Besucher zum vierten Eisenbahnfest, das ganz im Zeichen des Wiederaufbaus steht. Wir denken, dass diese Bahn, die heute hier dampft und natürlich gefühlserregend ist für einen Eisenbahner oder Eisenbahnfreund, aber man soll es nie nur aus der Sicht sehen, sondern die setzt eigentlich ein Zeichen in die Region, aha, hier passiert was, hier ist also wieder Dampf. So bleibt zu hoffen, dass die Bahn trotz aller noch auf sie zukommenden Hindernisse in ihrer jetzigen Form erhalten bleibt und ein Stück lebendige Technik des vorletzten Jahrhunderts auch für kommende Generationen erlebbar sein wird.